Hallo! Meine eigene Beyoncé-Windmaschine. Auch der hier. Gut, okay. If you like it, then you should put a ring on it. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Erzähl mal schnell, wie lange du brauchst, um dein Geraffel aufzubauen. Um mein Geraffel aufzubauen, brauche ich ungefähr 15 Minuten. Und realistisch? 16 Minuten. Ist gut. Eigentlich hatte die Band schon vor einem Jahr gesagt, dass sie sich mal nackt in den Proberaum stellen. Das haben sie bis heute immer noch nicht gemacht. Und ich finde, dieses Jahr könnte das Jahr sein. Mein Handy klingelt. Frau Kutschera? Hallo. Warum denn das? Entschuldigung. Weiß deine Mama, dass du alle Weiber abschleppst nach dem Konzert? Das ist meiner Mama, das läuft so. Sie sucht aus und ich räume ab. Danke Mama an dieser Stelle. Der Sano, das ist der Michael und das ist der Benny. Der spielt Saxophon. Mhm. Er spielt Saxophon. Ach. Er spielt. Ach, du warst es. Ja. Er spielt Bass. Was? Und singt la la. Besser? Singt auch besser. Er singt auch. Ich sing auch, aber ich sing nicht gut. Na doch. Also man hört ja auch eigentlich keine Stimme. Gar keine Stimme. Ja, gar keine Stimme heute. Und wir sind Teile der Nightlife Band. Wir sind quasi die Schalt. Könntet ihr so eine. Moment, nochmal. Es ist irgendwas in meiner Nase. Ein Popel! Nee, es ist ein Haar. Und die will nicht raus. Oh. Geil. Das drin ist. Sie hat sie gesagt! Noch einer. Oh nein. Was hat sie gesagt? Nee. Wir sind hier heute eigentlich zum Proben und machen aber noch ein kleines bisschen quasi eine filmische, wie sagt man? Langweilig. Doku, halt die Fresse. Ich möchte mit meinen Hörten. Ich möchte meine Tabletten haben. Ist auch schon ganz schön oft gefallen, ja. Geil, ich Metal gemacht. Wen würdest du am ehesten aus der Band schmeißen? Ich würde auf jeden Fall sofort einen Sano aus der Band schmeißen. Warum? Ich möchte es auch eigentlich nicht sagen, warum. Es gibt eigentlich keinen Moment, in dem wir uns nicht leiden können. Außer halt relativ häufig beim... Die Fresse! Also relativ... Wir mögen uns schon. Mehr oder weniger. Weißt du, aus dem Bus den P hängen lassen wollen, aber hier jetzt nicht schnell genug das Hemd auskriegen oder was? Und